Die Vereinten Nationen haben die Zahl der bei dem Bürgerkrieg im Jemen getöteten Menschen nach oben korrigiert. Die Zahl der zivilen Opfer beläuft sich seit März 2015 auf 10.000. Die humanitäre Lage im Jemen bleibt katastrophal. Der UN-Koordinator für humanitäre Angelegenheiten, Jamie McGoldrick, sagte auf einer Pressekonferenz: Es gibt ca. 11 Millionen Menschen in diesem Land, die in Bezug auf Menschenrechte schutzbedürftig sind, um ihre Würde und Sicherheit zu garantieren. Es gibt weitere 2,9 Millionen, die in akut betroffenen Regionen wohnen und die Rechtsschutz benötigen. Manche als Vertriebene, andere wegen geschlechterspezifischer Gewalt. Im Jemen tobt seit 2014 ein Bürgerkrieg zwischen schiitischen Houthi-Rebellen und der jemenitischen Regierung. Die Aufständischen haben große Teile des Landes unter ihre Kontrolle gebracht. Eine von Saudi-Arabien geführte Koalition unterstützt die Regierung mit Luftangriffen gegen die Houthi-Rebellen.